Gut, Bubmann, das Team Straw nach Robert Luber. Das Ganze ein bisschen auf eine sachliche Ebene zu bringen. Wir haben ja heute einiges gehört über Solidarität, über Hilfsbereitschaft, über Menschen, die Hilfe brauchen. Der Herr Bundeskanzler fordert uns ja immer wieder auf, den Menschen die Hand zu reichen, ihnen Hilfeleistung zu geben und unsere Augen nicht zu verschließen vor den Problemen, die da auf uns zukommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, angesichts der 34 kriegerischen Situationen, die wir weltweit haben. Wir haben 34 Kriege weltweit. Wir haben in etwa 60 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind aufgrund dieser kriegerischen Situationen. Und da stellt sich die Frage, warum wir jetzt plötzlich mit jenen 0,2% von diesen 60 Millionen, die es nach Europa geschafft haben, solidarisch sein sollen. Und wenn wir mit jenen solidarisch sein sollen, dann ist die Frage, was ist mit dem Rest? Was ist mit dem Rest von 99,8% jener, die genauso um ihr Leben laufen, die genauso Schutz brauchen, wo genauso Frauen und Kinder darunter sind? Was ist mit jenen? Und wenn wir auf dem Standpunkt stehen, ja, die haben es nicht zu uns geschafft, und wenn sie es nicht zu uns schaffen, dann können wir nichts tun für sie, dann ist die Frage, warum wir ihnen nicht dort helfen, wo sie tatsächlich sind. Denn das wäre nämlich die schlauere Methode. Es wäre ja hundertmal schlauer, den Menschen vor Ort zu helfen und sie nicht nach Europa einzuladen, um ihnen hier zu helfen. Denn allein wenn man es von der ökonomischen Seite betrachtet, nicht von der menschlichen, von der ökonomischen Seite, dann kostet ein Flüchtling, der in Europa sich befindet, 10 bis 20 Mal so viel wie die Versorgung eines Flüchtlings vor Ort. Zum Beispiel in Syrien. Das heißt, wenn wir es schaffen, in Syrien Schutzzonen zu machen, um den Menschen dort Sicherheit zu geben, dann bräuchten die gar nicht nach Europa kommen. Und wir hätten sogar die Möglichkeit, diese Menschen wieder dorthin zurückzubringen. Denn was macht es für einen Sinn, wenn wir ganze Landstriche entvölkern? Was macht es für einen Sinn? Und da habe ich ja heute bei 60 Minuten Politik mit einem Grünen gesprochen, der gesagt hat, was macht denn das? Das ist ja kein Problem, wir können ja 4 Millionen Syrer ohne Probleme in der Europäischen Union aufnehmen. Nur die Frage ist, wofür? Wem nützt das? Nützt das den Syrern? Nein. Die brauchen die Menschen ja im Land. Die afghanische Regierung hat sich schon die Weltgemeinschaft gewarnt und gebeten, nicht ihre eigenen Leute abzuwerben. Die brauchen die Menschen dort in der Region, um ihre Region aufzubauen. Und was machen wir in der Europäischen Union? Wir sagen, kommt, kommt. Und natürlich kommen die Menschen. Natürlich ist es einfacher, sich in ein System zu setzen, mitten in Deutschland, und zu sagen, jetzt bin ich da und ich brauche jetzt dementsprechend mein Land nicht aufbauen. Aber die Frage ist, was braucht Syrien? Was braucht die Region? Und die brauchen diese Menschen, die jetzt weggehen von dort. Natürlich gehen sie weg, weil sie Angst haben vor dem Krieg. Aber das wäre ja Sache der Weltgemeinschaft, für Frieden zu sorgen. Und die UNO hat das ja auf den Punkt gebracht. Die UNO hat die Weltgemeinschaft angeklagt und hat gesagt, die Weltgemeinschaft ist unfähig in dieser Sache. Unfähig. Und da meint man wahrscheinlich auch Sie, Herr Bundeskanzler, denn Sie gehören auch zu dieser Weltgemeinschaft. Und wir sind deshalb unfähig, weil wir... Sie haben Ihre Rede damit begonnen, dass Sie sich den Inhalt und daher auch, was Ihre Wortwahl betrifft, der Debatte bewusst sind. Jetzt würde ich Sie bitten, auch dabei zu bleiben und diese Wortwahl zurückzunehmen oder sich dafür zu entschuldigen. Frau Präsidentin, ich habe gesagt, dass die UNO die Weltgemeinschaft als unfähig bezeichnet in dieser Frage. Ich glaube, das können wir alle hier teilen in diesem Raum. Und da der Herr Bundeskanzler auch Teil dieser Weltgemeinschaft ist, müsste das auch für ihn gelten, habe ich gesagt. Also, Herr Abgeordneter, wenn Sie mich für den persönlichen damit Vorwurf der Unfähigkeit erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich halte fest, dass der Herr Bundeskanzler nicht Teil der Weltgemeinschaft ist. Also der Herr Bundeskanzler ist nicht Teil der Weltgemeinschaft, soll mir auch recht sein. Aber gehen wir nochmal auf den Kern der Sache zurück. Der Herr Bundeskanzler will immer Solidarität. Und da frage ich mich, warum sollen wir jetzt mit Syrien solidarisch sein? Weil wenn wir mit Syrien solidarisch sein sollen, die liegen erstens nicht in Europa, die sind in Asien zu Hause, wie Sie wahrscheinlich wissen, Herr Bundeskanzler. Die gehören nicht zu unserem Kulturkreis an. Die grenzen auch nicht wirklich an die Europäische Union. Also ist die Frage, Herr Bundeskanzler, warum sollen wir mit Syrien
irgendwie solidarisch sein. Ich würde doch eher was anderes vorschlagen, Herr Bundeskanzler. Seien wir doch einmal für einen Augenblick solidarisch mit den Österreicherinnen und Österreichern. Es gibt in Österreich... Es gibt in Österreich 37.000 Obdachlose. Haben Sie das gewusst, Herr Bundeskanzler? Das sind keine Flüchtlinge. Das sind jene, die in Ihrem Sozialsystem obdachlos wurden. Sind Sie mit denen solidarisch? Habe ich das heute von Ihnen gehört? Habe ich das heute von Ihnen gehört? Oder mit der Viertelmillion, die sich wahrscheinlich in diesem Winter das Heizen nicht leisten können? Sind Sie mit denen solidarisch? Nein. Wir müssen mit Syrern solidarisch sein, die überwiegend Muslime sind. Und wo wir alle wissen, auch Sie, liebe Grüne, dass die ein großes Problem haben mit dem Frauenbild, das Sie und ich hier in dem Parlament so hochhalten. Nämlich dieser gegenseitige Respekt, den wir hier leben in Österreich und auf den wir stolz sind, den leben diese Menschen leider nicht, zumindest die überwiegende Anzahl nicht. Und jetzt ist die Frage, Frau Klawiczny, wenn Sie die alle hier haben wollen, dann ist die Frage, ob Sie diese Toleranz, die Sie heute hier aufbringen, dann auch Ihnen gegenüber aufbringen, wenn Sie dann die Mehrheit in unserem Lande sind. Weil dann kann es durchaus passieren, dass Sie dann ein Problem damit haben, dass Sie unverschleiert vor die Tür gehen. Und dann ist die Frage, Frau Klawiczny, ob Sie dann immer noch so tolerant sind. Ich muss Ihnen eines sagen, ich habe jetzt eine 9-jährige Tochter. Und ich will ja das nicht zumuten, dass wir plötzlich in einem Land leben. Und da gibt es genug Beispiele, weil Sie sagen, das wird nie passieren. Es gibt so viele Beispiele auf dieser Welt, wo genau das passiert ist. Wo eine Kultur ausgetauscht wurde durch Migration und letztlich man nicht mehr Herr im eigenen Hause war. Und dann bin ich gespannt, was Sie dazu sagen, Frau Klawiczny, wenn Sie jetzt so offenherzig und so nach Solidarität rufen, die leider in vielen Fällen eine Einbahnstraße ist. Und deshalb... Wir werden heute, Herr Bundeskanzler und liebe Regierung, bei diesem Antrag mitgehen der FPÖ. Und zwar deshalb, weil es ein Wahnsinn ist, dass wir als Parlament einen Gesetzesbruch tolerieren. Das heißt, es gibt Regeln, es gibt Gesetze und die Regierung hat diese Gesetze mit Füßen getreten. Und deshalb ist dieser Antrag angebracht. Er ist angebracht und deswegen wird er auch von uns unterstützt. Und ein Parlament, das die eigenen Regeln nicht ernst nimmt, ist aus meiner Sicht ein Parlament, das sich schon lange abgemeldet hat. Sagt der Klubobmann des Teams Stronach, Robert Luger. Wir berichten live von der Sondersitzung des Nationalrates, wo es auch eine blaue Ministeranklage gegen die Innenministerin und einen Misstrauensantrag gegen die Bundesregierung geben wird.